Gibt es noch weitere? Bitteschön, ja. Ja, noch ein Nachklapp zum Bayern-Spiel. Es gab da einmal die Situation mit Subotic und mit Robben und dazu jetzt noch das Bild vom Maskottchen, das hoffentlich nur so tut, als würde es an dem Bayern-Bus pinkeln. Da kommt der BVB so ein bisschen als schlechter Gewinner rüber. Wie sehen Sie das? Also, das sind wir sicher nicht. Man muss, also zum einen ist das, ich weiß, ich hab das Foto gesehen, ich glaube, man weiß jetzt nicht genau, ich habe es vielleicht nicht so genau gesehen, aber man muss ja schon noch ein bisschen Fantasie mit ins Spiel kommen, wenn man denkt, dass da tatsächlich jemand sich entleeren würde und wenn es auch nur ein Maskottchen ist. Und es gab schon Zeiten, da hat man auch über verschiedene Dinge einfach mal gelacht, aber das ist mit euch nicht mehr möglich, weil alles so aufgebauscht wird, dass du direkt dann irgendwie denkst, der hätte jetzt sonst was gemacht, keine Ahnung, die Luft aus den Reifen gelassen und den Bus dann trotzdem abfahren lassen. Also das ist, ja, denke ich, eine übermütige Aktion gewesen, möglicherweise auch unnötig, aber ich glaube, da muss man jetzt nicht so wahnsinnig viel draus machen. Und zur anderen Geschichte, ja, Neven hatte den Eindruck, es wäre eine Schwalbe gewesen. Mittlerweile hat er auch mitbekommen, dass es keine war. Wenn alles Mögliche, was, wenn es eine Schwalbe gewesen wäre und alle möglichen Dinge, die dann geschrieben worden wäre, von Leuten, die mit Ruhepuls da sitzen, über den Spieler, der eben die Schwalbe fabriziert hat, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass gepaart mit 180 Puls, wie das ankommt. So, aber das ist sicher auch unnötig gewesen, aber auch wird es am Ende dann immer größer gemacht, als es ist. Sollte irgendjemand den Eindruck haben, wir sind schlechte Verlierer, Gewinner, ziehen wir uns den Schuh an. Aber es ist mir wichtiger, dass wir wissen, dass es nicht so ist. Friedbert Raulf. Die beiden Vereine und auch die Fanbeauftragten und Fanverantwortlichen haben ja versucht, in den vergangenen Tagen ein bisschen die Schärfe rauszunehmen, die immer vor dem Revierderby so vorhanden ist. Jetzt kommt Schalke heute nochmal explizit mit der Erinnerung an das Bundesliga-Finale 2007 und schwört Revanche für diese Sachen. Bringt das jetzt unnötig wieder Schärfe rein in die Vorbereitung oder wie ist das? Ich hoffe nicht, aber ja, also dass wir das rein sportlich betrachten, denke ich, steht völlig außer Frage. Dass ich hoffe, dass das alle beteiligten Fans auch so sehen, kann sich auch jeder vorstellen. Von unserer Seite wird es da natürlich jetzt in keinster Weise irgendeine Aussage geben, dass wir uns wünschen, dass das Spiel, das ja wirklich eine extreme Wichtigkeit im Leben aller Fangruppen da einnimmt. Und Besonderes ist uns allen klar, aber wir haben in den vergangenen Jahren immer versucht, das nicht irgendwie aufzubauschen und das wird dies ja auch so sein. Also wir werden alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen und das war's schon. Im Übrigen haben sowohl der BVB als auch Schalke gemeinsam an die Fans appelliert, die Spielregeln einzuhalten und an gewisse Fairnessgebote zu erinnern. Dies tun die Vereine gemeinsam erarbeitet, unter anderem von den Fanbeauftragten, schon seit einiger Zeit. Und ich denke, dass das durchaus eine positive Wirkung hat. Die nächste Frage geht bitte an, ja, dann nehmen wir erst Herrn Wallmüller. Ja, ich will die Derby-Stimmung noch mal so ein bisschen hinterfragen. Bei Borussia Dortmund herrscht ja aufgrund des Tabellenplatzes und des Sieges gegen Bayern eine super Stimmung. Wie gut wird die Stimmung, könnte die Stimmung sein, wenn auch im Derby noch ein Sieg herausspringt? Ja, noch besser? Keine Ahnung. Also wir hatten ja das große Vergnügen, das ist jetzt nicht keine 40.000 Mal gelungen, aber das Auswärtsspiel mal zu gewinnen, auch ein richtig gutes Spiel zu machen. Und 3-1 haben wir, glaube ich, gewonnen. Und das dann zu erleben, was das bedeutet, das ist sehr schön. Also das kann man durchaus wiederholen. Und dementsprechend ja, es ist bei uns allen so hell und wach in Erinnerung geblieben, dass sich selbst Shinji Kagawa, glaube ich, so überrascht er damals war, das durchaus nochmal ertragen könnte. Martin Feier möchte, glaube ich, die Zuschauerfrage BVB Total stellen. Martin.
Hallo Herr Klopp, Glückwunsch zum irren Sieg gegen die Bayern. Wir als Fans wünschen uns jetzt natürlich noch den Derby-Sieg. Das wäre ein weiteres Sahnehäubchen auf eine fantastische Saison. Ein Sieg gegen die Blauen gibt zwar auch nur 3 Punkte, wäre für uns natürlich ein Traum. Welchen Stellenwert hat das Derby für Sie? Persönlich. Ja, aufgrund meiner eigenen BVB-Geschichte einen ganz großen, weil es das Spiel war, das dafür gesorgt hat, dass ich länger hier bleiben durfte. Weil wir eben noch einen Punkt geholt haben. Ja, wir müssen alle die hierher kommen, erfahren relativ zügig von der Besonderheit dieses Spiels. Aber es gehört zu den Dingen im Leben, die man erlebt haben muss, um sie tatsächlich zu verstehen. Wir haben die Gelegenheit immer mal wieder, zweimal im Jahr, die besondere Stimmung rund um dieses Spiel eben ganz, ganz hautnah zu erleben. Aber wir nehmen das gerne auf. Also das, was wir, diese Mannschaft ist eine BVB-Mannschaft durch und durch und möchte dementsprechend auch, wenn es irgendwie möglich ist, alle Ziele, die wir so gemeinsam haben, auch erreichen. Dass dann Derby-Sieg dazugehört, ist mir vollkommen klar. Die perfekte Situation wären 2 Derby-Siege in einer Saison. Die Chance haben nur noch wir. Ja, und das wollen wir natürlich dann auch versuchen. Aber wir sind uns vollkommen im Klaren darüber, dass das wird wirklich schwer. Also ich finde, sie machen das relativ, haben das vielleicht sogar, man sagt uns ja nach, dass wir so im Understatement das relativ geschickt machen würden. So nach dem Motto, ja, die Bayern müssen, wir wollen Meister werden. Also die Schalker haben da auch mal eine richtig, richtig gute Mannschaft zusammen. Und da hat trotzdem keiner irgendwie mehr erwartet als das, was jetzt da ist, was natürlich Champions League Qualifikation auch ein herausragendes Ziel ist. Aber ich weiß, wie schwer das da wird, diese Qualität, die die Jungs auf den Platz bringen, da wirklich richtig zu verteidigen und selber richtig initiativ zu werden. Dementsprechend, es wird schwer, aber wir sind uns der Besonderheit bewusst und versuchen, das mit in die Waagschale zu werfen. Dirk Krampe, bitte. Ja, man hört ja Spieler bzw. Trainer manchmal von solchen Spielen sagen, dass sie gerade vor Derbys ihre Spieler nicht besonders motivieren müssen. Ich würde gerne mal wissen, wie das faktisch tatsächlich ist. In deiner Ansprache, in deiner Spielvorbereitung, ist der Anteil an rhetorischen Feinheiten, die du reinpacken könntest, vielleicht geringer als bei anderen Spielen? Ist das wirklich so, dass man Spieler weniger aufpushen muss? Also ich weiß nicht genau, wie ihr euch Motivation vorstellt oder so eine Ansprache von mir, kann ich ja nicht zu sagen, aber dass ich jetzt irgendwie, dass am Ende alle aus dem Sitzungsraum laut brüllend rauslaufen, ist ehrlich gesagt ganz selten passiert, falls es überhaupt schon mal vorgekommen ist. Dementsprechend geht es in solchen Ansprachen zuallererst mal um das, was wir fußballerisch so vorhaben. Und die Besonderheit oder den besonderen Reiz eines Spiels herauszustreichen, wenn der tatsächlich da ist, fällt mir extrem leicht, muss ich sagen. Und das ist also in dem Fall jetzt nicht so wahnsinnig problematisch, aber dass ich da irgendwie, keine Ahnung, von Adlern und sonstigen Tieren sprechen müsste, ist noch nicht vorgekommen, wird auch diesmal nicht vorkommen, sondern das ist der klassische Fall von irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass Fußballspieler immer irgendwie so geweckt werden müssten mit irgendeiner Motivationsansprache. Die Jungs sind selber sehr, sehr heiß und sehr fokussiert und nichtsdestotrotz muss man bei schwierigen Spielen, und das ist ein schwieriges Spiel, muss man den einen oder anderen besonderen Aspekt ganz bestimmt nochmal anführen. Aber das ist zuallererst sportlich und erst dann so was den psychologischen Teil angeht. Sonst noch wer? Dann sage ich Dankeschön und wünsche, sofern ihr in Schalke dabei seid, viel Spaß. Uns auch. Und das Freitag ist ein angenehmes Wochenende. Dankeschön fürs Interesse.